Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Abonnentenschlacht. Genau, wir sind auf der Karte Triple Entente. Oder wie man das nennt. Genau, die Runde ist von ihm, Banana Brain. Er ist jemand, ist ein junger Kerl, der kommt aus England. Der hat mir jetzt mal ein paar Replays geschickt. Und da dachte ich, wir machen einfach mal eins von ihm. Also, bevor ich ins Spiel gehe, muss ich sagen, alle hier im Spiel sind ziemlich niedrige Level. Also keiner hier ist über 60, glaube ich. Auch er nicht. Ja, trotzdem würde ich sagen, gucken wir uns gerade mal die Teams an und starten gleich. Also Banana Brain ist ein Ami. In der Mitte haben wir Gloriosa als ein Deutscher. Links haben wir Ducktail als ein Japaner. Bei Team Rot haben wir rechts Yachol 75 als ein Brite. Supax als ein Brite. Und links haben wir Meet in Hovernich als ein Deutscher. Ich denke, wir starten einfach mal und gucken, was die so alles treiben. So. Ui, interessant, Japaner geht gleich auf eine Prototypenbasis und holt sich auch nur ein Nachschubdepot, alles klar. Banana Brain holt sich Kaserne hierhin, Kaserne hierhin. Ich denke mal zwei Nachschubdepots. Der Deutsche in der Mitte holt sich eins, zwei Nachschub, drei Nachschubdepots. So, hier drüben, Banana Brain hat sehr schön sofort Rangers getaggt, gut gemacht. Ja, der Deutsche hat auch eine Kaserne, holt gerade ein bisschen Panzeraufklärer. Der Deutsche hier in der Mitte geht auch noch auf eine Kaserne. Hier hinten kommen ein paar leichte Infanteristen an. Sehr schön. Er tut ein paar Infanteristen in die Stadt und ein paar seitlich in den Wald, damit er nicht sich durchschmuggeln kann. So, der Brite hier hinten, Skupats, hat schon Spitfire und tut ein paar Paratrooper abwerfen. Oh, hier gibt schon ein OI. Natürlich stark gegen Infanterie jetzt. Der Deutsche hier hat leichte Infanterie. Uiuiui. Ja, daran sieht man niedrige Level. Wenn man so eine Masse, wenn man so eine Masse rauspumpt, auf jeden Fall immer forschen. Ganz klare Sache. So, genau, der Brite hier unterstützt seinen deutschen Teampartner. Okay, er wollte durchmarschieren. Er hat auch schon schwere Infanterie, sehr gut. Hat Panzer 4 getaggt. Genau, aber er hat halt. Okay, der Brite hilft ordentlich mit. So. Ja, hier werden die Nachschubdepots auch vorne jetzt genommen. Wunderbar. Gibt es jetzt eine Luftabwehrbasis gegen die ganzen Flieger. Und vor allem auch wahrscheinlich gegen den Luftaufklärer, der gerade die Stadt hier sichtet. Sonst kann nämlich jetzt der Deutsche sich einfach Artillerie holen und reinknallen. Spitfire kreisen schön hier drüber. So, hier drinnen gibt es einen Luftschutzbunker, okay. Ja, das meine ich hier. Der Deutsche holt sich immer noch leichte Infanterie raus. Hier ist jetzt eine Panzerbasis von Banana Brain nach vorne gesetzt worden. Ja, hier kommt jetzt Artillerie direkt. Uiuiui, Infanterie kommt durch, aber Banana Brain pumpt gerade noch Infanterie. Okay, was ist jetzt los? Ah, okay, der mittlere ist rausgeleckt, alles klar. Hier kommen jetzt ein paar Shermans zur Unterstützung, aber das müssten UIs auch alleine schaffen. Ja, der eine Brite, der SZ irgendwas, will hier auf jeden Fall bomben. Hier kommen hier einige Luftschutzbunker. So. Gut, jetzt ist halt Banana Brain in Kontrolle von beiden Basen. Von der mittleren und von der rechten. Jetzt tut er erstmal ordentlich Infanterie überall in die Städte hier rein. Wieder ein paar Bomber kommen an. Zack, erstmal auf die Luftschutzbunker. Oh, hier hinten gab es sogar ein bisschen 88er. So, ja. Klar, massiv. So, hier ist Infanterie. Jetzt kommen auch schon Tiger an. Die Stadt gehört jetzt Team Rot. Oh, jetzt wird hier ordentlich was mit Artillerie weggehauen. Das ist natürlich ein Problem für die Infanterie. Hier wäre eine Panzerbasis jetzt auch nicht schlecht gewesen. Hier kommen ein paar Cromwell, okay. Ui, Bomber. Zack, sehr schön, Luft auf der Basis weg. Ja, und hier gibt es jetzt massiv Artillerie. Tiger sind schon durch die Stadt durch, alles klar. Gut, jetzt werden wohl Team Rot auf jeden Fall die Basis hier übernehmen, alles klar. Ja, die UIs machen ordentlich Schaden bei dem einen hier hinten. Weil der eine Brite mit Hurricane die ganze Zeit ankommt und da mithilft. Oh oh, hier wird es auch ein Problem. Okay, ich denke mal, jetzt werden die sogar sehr schön gleich einen Block ausgebaut, dass Ruhe ist.
Hier werden jetzt die Infanteristen auf jeden Fall alles übernehmen, denke ich mal. Okay, noch kann er ein paar rauspumpen. Ja, okay, jetzt ist die Kaserne kaputt. Ui, Tiger fährt nah dran. Ja, okay, interessanter Start von dem Japaner hier hinten. Der arbeitet jetzt viel mit Typ 88ern und mit seinen OIs gegen Infanterie und so. Und so eine Masse an 88ern kann auf jeden Fall Flieger ziemlich schnell ausschalten. Oh, hier gibt es ein paar Lufttransporter. Aber sehr schön, er macht sich einen Luftschutzbunker, der müsste die abfangen können. Wunderbar. So, in der Mitte tut jetzt Team Rot versuchen, alles auszumerzen. Ja, hier links ziemlich stark. Ah, jetzt baut er sich hier ein paar Luftschutzbunker hin, hat einige OI und tut die ganze Zeit mit der Artillerie hier arbeiten. Genau, zack, Flieger sterben schnell. Sehr viel Luftschutzbunker und 88. Interessante Strategie, was er hier macht. Kommen wieder ein paar Bomber an. Zack. Zack. Okay, interessant. Jetzt hat sich hier drüben Banana Brain einen Uraku hingebaut und holt jetzt ein bisschen Admins und ein paar aggressive Gebäude. Hat jetzt auf Super Pershings geforscht, alles klar. So, was kommt denn hier alles an? Ja, die ganzen Haubitzen werden vorgeholt. Hier sind einige Tiger in der Mitte. Ja, fiese Sache. Jetzt tut der Japaner definitiv hier alles kaputt machen. Ich glaube sogar. Achso, das Hauptquartier ist sogar schon kaputt. Schön gemacht. Aber es geht halt ziemlich schnell mit ein paar UIs. Bomber kommen wieder rein. Zack. Aber die werden durch ein paar M16 abgefangen und stürzen noch nicht ins Admin. Alles klar. So, die Tiger hier wissen, alles klar, kommen ein paar Super Pershings raus. Okay, jetzt ist hier anscheinend. Sehr gut, er hat sich einen Uraku rübergebaut, alles klar. Ja, wenigstens arbeitet der Brite mit schweren Infanteristen, das ist immer sehr wichtig. Sehr schön nach links vor expandiert mit ein paar Luftschutzbunkern. Die sind gar nicht so schlecht, die kosten 20 Dollar. Gar nicht so übel. Warum denn nicht? Und Kombination mit 88ern und OI ist ein ziemlich starker Mix, muss ich sagen. Ja, die Infanterie ist langsam alles weg. Da haben schön Brite mit seinem Luftaufklärer und Bombern und Artillerie dafür gesorgt. Ja, jetzt ist halt Team Blau nur noch hier drinnen eingesperrt. Hier ist auch noch ein Hauptquartier, das ist zwar noch da, aber ja. Einige Lancaster machen sich auf den Weg. So, hier hinten geht der Japaner unter Funkstelle weiter mit seinen 88ern und OIs. Jetzt kann nämlich schön der OI hier die ganzen Haubitzen und so abpflücken. Okay, jetzt kommen die Bomber von hinten. Was auch eine gute Idee auf der Karte ist, weil da die Sektoren immer bis zum Ende der Karte gehen. Das passt schon so. Ja, die OIs sind jetzt in Reichweite des Hauptquartiers, alles klar. Und die machen ordentlich jetzt Schaden, denke ich mal. Okay, die Bomber, jetzt haben sie schön Funkstelle hinten hingemacht, wunderbar. Hier kommen jetzt einige mehr M16 deswegen raus. Okay, passiert jetzt. Boah, es stürzen ein paar ab, aber ja, nicht so viel Schaden passiert. Hier hinten tut natürlich jetzt der Japaner alles kaputt machen. Wunderbar. Sehr schöne Linie formiert. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Jetzt werden hier ein paar Tiger ausgemerzt. Zusammen mit M16 drückt er vor gegen auch die ganzen Jagdflieger. Jagdbomber meine ich. Gut. Jetzt sieht es gar nicht mehr so toll aus für Team Rot. Genau, die haben nämlich überhaupt gar keinen. Doch ein Admin. Ne, die haben einen Admin, okay.
sehr schön. Jetzt stehen halt hier die OIs hinterm Berg und tun schön über den Berg schießen mit den Artilleriegeschützen und machen die ganzen Gebäude kaputt. Ganz schnell sogar. Ui, jetzt kommen hier Flieger. Okay, die brauchen Fanatismus. Obwohl. Okay, das war schon gewesen. Alles klar. Genau. Okay, er ist kein Level 93, das ist mein Level. Er ist ein Level 40er gewesen. Das heißt, ein paar 40er gegen zwei 50er und ein 30er. Also eher ein Anfängerspiel, aber trotzdem vielen Dank an ihn. Vielleicht können ja die Neulinge ein bisschen was daraus lernen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.